Am Mittwochnachmittag rückte die Feuerwehr mit einem Großaufgebot im Industriegebiet in der Steinwiese im Siegener Stadtteil Kahn-Marienborn an. Gemeldet worden war die Explosion eines Transformators in der Werkshalle eines dort ansässigen Röhrenwerkes. Die Halle wurde vorsorglich evakuiert. Nach erster Erkundung durch die Feuerwehr stellte sich die Lage dann aber als weniger dramatisch dar. Verletzt wurde niemand, auch Gebäudeschaden entstand offenbar keiner, sodass sich der Sachschaden auf den Transformator beschränkte. Bereits nach wenigen Minuten konnte die Belegschaft in die Halle zurückkehren und die Arbeit fortsetzen.